Man kann es ja drehen und wenden, wie man will, aber die Fed hat die hohen Erwartungen der Märkte enttäuscht. Und es war der so viel gescholtene von Trump, so viel gescholtene Jerome Powell, der dann auf der Pressekonferenz mit ein, zwei Sätzlein den Markt, die Aktienmärkte vor einem doch herberen Abverkauf bewahrt hat wohl. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Schauen wir uns zunächst mal an, was die Fed entschieden hat, was sie gemacht hat, die Fakten. Also dann sehen wir, man hat die Zinsen runtergenommen um 0,25%, allgemein erwartet auf 1,75 bis 2,0%. Man hat dann auch die Overnight Reverse Repos um 30 Basispunkte, also um 0,3% gesenkt. Eher so ein Interbankenthema, sonst für die Märkte nicht so wichtig. Wir haben 7 Zustimmungen in der FOMC oder im Offenmarktausschuss der Fed. 3 waren dagegen. Davon waren 2 gegen eine Zinssenkung. Das waren Esther George, Kansas Fed und Rosengreen von der Boston Fed, während Ballard eigentlich sogar mehr wollte, nämlich eine 50er-Senkung. Deswegen hatten wir 3 Abweichler, 2 wollten keine, einer wollte das richtig große Programm. Aber wir haben, und das ist vielleicht das Entscheidende in den Dotplots gesehen, dass 10 in diesem Jahr keine Zinssenkung mehr erwarten. 10 FOMC-Mitglieder, 7 dagegen erwarten nochmal eine Zinsänderung mithin. Ist derzeit also eine Mehrheit der Fed offenkundig nicht bereit, aufgrund der derzeit bestehenden Lage die Zinsen weiter zu senken. Und das hat die Märkte doch ein bisschen überrascht, denn man ist ja allgemein von einem Zinssenkungszyklus ausgegangen, hat gedacht, okay, das ist der Anfang von einer ganz großen Welle von Zinssenkungen, die uns dann in Richtung Null führen wird. Die Fed jedenfalls ist noch nicht so weit und jetzt herrscht natürlich Unsicherheit. Ja, was wird denn jetzt kommen? Hier sehen wir die Wahrscheinlichkeiten, die Fed Fund Futures einpreisen für die nächste Sitzung jetzt am 30. Oktober. Ist noch ein bisschen hin, aber gut, es sind so 5-6 Wochen. Und da haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Schritt nach unten nochmal gibt, bei 44,9% aktuell, dass es keinen gibt, bei 55,1%. Also ist eine enge Geschichte derzeit. Leichte Mehrheit spiegelt so ein bisschen auch die Fed Machtverhältnisse wieder zwischen denjenigen, die die Zinsen senken wollen und denjenigen, die die Zinsen anheben wollen, spiegelt so ein bisschen die Machtverhältnisse wieder. Jerome Powell hat gestern nochmal klar gesagt, ja, also Leute, es ist eben eine schwierige, eine komplexe Lage und da sind wir eben gespalten. Das ist auch okay so, finde ich sehr menschlich, finde ich sehr gut, dass er da nicht sagt, ja, oder das versucht irgendwie schön zu reden, sondern zu sagen, ja, die Lage ist kompliziert und das, was bei uns die Meinungen sind, widerspiegelt diese ganz komplizierte Situation, finde ich eher anständig als ein Problem. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die vielleicht hier relevant sind. Wir hatten zunächst die Entscheidung der Fed, dann ging es nach unten, dann kam Paul, es ging zunächst weiter nach unten mit der Pressekonferenz und dann kam dieser Satz, QE is certainly possible, er sprach von der Ausweitung der Bilanzsumme. Also QE ist natürlich möglich, wenn nötig, eigentlich ein Allgemeinplatz, den Jerome Powell da gesagt hat. Aber es hat die Fantasie der Märkte wieder angeregt. Ja, guck mal, da haben wir ein Sicherheitsnetz, so eine Art Auffangbecken. Wenn alles schief geht, dann wird die Fed eben hier wirklich agieren. Und schauen wir uns mal den Vergleich an, zum Beispiel zwischen der EZB-Bilanzsumme hier oben im Vergleich zum BIP der Eurozone bei 40%, die Fed dagegen mit ihrer Bilanzsumme nur bei 17% des amerikanischen BIPs. Also da wäre natürlich schon eine ganze Menge Luft, eine ganze Menge Raum. Wir haben dann auch die Aussagen übrigens von Trump, auf die sich hier Holger Czepic bezieht, der gesagt hat, Fed wieder keine Vision, keine Ahnung etc. etc. Später hat er dann gesagt, als die Wall Street dann sogar noch positiv geschlossen hat, ja, erster Schritt in die richtige Richtung. Also wäre der Markt weiter nach unten gegangen, hätte er es weiter verurteilt, dadurch, dass die Märkte dann wieder nach oben gegangen sind. Aufgrund dieser QE-Hoffnung hat er seine Meinung ein bisschen revidiert. Hier sehen wir nochmal einen Vergleich, was hier mögliche wäre im Vergleich zu den Japanern etwa. Die haben 103% ihrer Bilanzsumme schon verbraten. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Wirklich die EZB 40, wie gesagt, die Fed 17 und die SNB, unsere Schweizer Freunde, die haben 119%. Also die sind sogar noch vor den Japanern. Da kann man nur ein herzliches Grüße in die Schweiz sagen. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die vielleicht relevant sind. Apropos US-Aktienmarkt. Wir haben
Hier die allgemeine Marktkapitalisierung der Vereinigten Staaten liegt bei 45%, knapp 45%. China hat 9%, Japan 7%. Wo ist Deutschland mit 2,56%? Also marginal. Schauen wir uns aber mal den Vergleich des BIPs an. Dann sehen wir hier, die Amerikaner bringen 20 Billionen Dollar an BIP auf die Waage. Aber das globale BIP 2018, hier die Zahlen, beträgt 84 Billionen, ein paar zerquetschte. Das heißt, die Amerikaner haben weniger als ein Viertel des globalen BIPs, aber ihre Aktienmärkte sind fast die Hälfte der globalen Marktkapitalisierung. Auch das zeigt so ein bisschen die Relation. Wir haben heute Philadelphia Fed Index, so ein paar Daten aus der zweiten Reihe. Das wird alles untergehen. Wichtig wird jetzt sein, wie die Märkte auf das reagieren, was die Fed wirklich hier vorgegeben hat. Oft ist der Tag danach dann der eigentlich entscheidende. Wir sind jetzt möglicherweise auch in der Phase, wo die Blackout Period beginnt. Das ist tendenziell negativ für Aktien. Tendenziell positiv ist, dass wir OPEX-Woche haben, dass wir also Option Expiries haben, praktisch den Verfall von Optionen und Futures, den großen Verfall, also Hexensabbat morgen. Das könnte die Kurse nochmal stützen. Schauen wir uns mal, wie Sven Hendrik hier das getan hat. Die Schlusskurse der letzten Tage an, seit die EZB ihren Einlagezinsschritt gemacht hat. 3006, 3005, 2997, 3007, 3009, 3000. Also wir sind hier in einer Range von 10, 11 Punkten in den letzten Tagen. Hier sagte Sven Henrik zumindest, naja, was die Märkte auch schätzen, ist, dass praktisch Powell nicht mehr von diesem Mid-Cycle-Adjustment gesprochen hat. Dass er das beerdigt hat, das war sozusagen neben dieser QI-Hoffnung das Entscheidende, was die Märkte getrieben hat. Schauen wir uns die Charts an, wie immer von Capital.com. Dann sehen wir hier, dass wir zunächst mal ja runtergekommen sind. Das ist hier ein 15-Minuten-Chart, also bildet die letzten Bewegungen ganz gut ab. Dann eben diese Hoffnung sogar mit neuen Hochs. Hier alles wird doch wieder gut, weil wir das Sicherheitsnetz haben. Aber im asiatischen Handel perlt das so ein bisschen nach unten. Ähnliches Bild sehen wir hier jetzt im Dow Jones, der knapp an der 27.100er Marke handelt. Wir sehen den DAX, wenn er kommt, nach wie vor in Sichtweite der 12.400er Marke. Er kommt nicht, der Euro will aber, da sind wir bei 1.1037. Wenig Bewegung, eigentlich erstaunlich angesichts dieser doch sehr weitreichenden Entscheidung. Wir sehen hier Gold bei 1.494, hier sehen wir, das, ich versuche mal den Zeitrahmen zu ändern, dann sehen wir es besser. Hier sehen wir den Abverkauf aufgrund eben dieser weniger dovischen Haltung der Fed, aufgrund der Unsicherheit, ob wirklich nochmal die Zinsen jetzt im Dezember gesenkt werden. All das hatten ja die Dollar negativen Erwartungen eingepreist, vor allem die Erwartungen der Goldbugs. Das ist alles nicht so wirklich gekommen und wir sehen hier den Ölpreis, der aktuell bei $58.17 steht. Wir machen mal ein wenig größer hier das Zeitfenster. Da sieht man auch hier, Öl negativ reagiert auf die Fed-Entscheidung. Also es ist wirklich eine klare Enttäuschung, kann man nicht anders sagen. Was die Märkte retten kann, ist morgen der große Verfall und diese immer bestehende Resthoffnung. Ja, wenn es dick und hart kommt, dann wird uns Jerome Powell ein schönes Sicherheitsnetz unter den Hintern spannen und alles wird gut. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Gestern das Webinar ausgefallen. Ich habe alles versucht. Tut mir leid für diejenigen, die da wieder gewartet haben. Ich kann es mir nicht erklären. Alles hat vorher immer funktioniert. Dann will ich das Webinar machen und es funktioniert nicht. Stream ließ sich einfach nicht aktivieren. Sorry. Ich versuche das Problem zu lösen. Bin selber am meisten genervt davon, weil ich mich vorbereite auf so eine Geschichte. Dann funktioniert es nicht. Wir werden sehen, ob jetzt die Märkte wieder sich regulieren, ob sie wieder Tritt fassen. Da könnte durchaus heute einiges an Bewegung kommen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.